Okay, wir sind zurück. Aber wir haben verlorene Fahrt abgeschlossen. Bericht dem Vimianischen Jäger. Ah, okay. Ich dachte, es geht direkt weiter, aber naja, wir sind ja in einer, in einer Sub-Story, sag ich mal. Da ist es dann vielleicht nicht so. Ich wollte gerade sagen, hä, wie Drachenälteste getötet, aber das war noch eine vorherige Sache. Okay. Was waren die? Hey, Reißzahnbewohner. ich war kurzzeitig verwirrt. Ich dachte eigentlich, dass es jetzt direkt weitergeht, aber macht natürlich Sinn. Das wird zuerst die nächste Quest annehmen, weil, wie gesagt, ist ja keine, nicht die Hauptstory, die wir hier machen. Okay, Zinoge ist erledigt, und wir schauen dann mal, was der, der gehäutete Xenojiva so von uns will. Grüße. Wir haben auf dich gewartet, Jägerin. Es ist etwas passiert. Die Entdeckung des Tundra-Bioms in den Leitlanden und die der Zinoge-Unterart ist zweifellos wichtig. Aber die Existenz dieses gigantischen roten Monsters stellt das alles in den Schatten. Ja, das ist tatsächlich so. Es ist sehr gut möglich, dass das Erscheinen des Höllenzinoge irgendwie mit dieser Kreatur zusammenhängt. Aber zuerst müssen wir Rat halten und besprechen, was wir wissen und was wir zu tun haben. Das wird wohl wichtig sein, ja. Kommt alle zusammen, teilen wir, was wir wissen. Die Fünfte hat in den Leitlanden ein neues Gebiet entdeckt, das der Raureifweite ähnelt und dabei eine Unterart des Zinogre gesichtet. Dank ihrer Bemühungen werden wir wohl bald eine sorgfältige Untersuchung des Bioms beginnen können. Gute Arbeit, Jungs. Dann ist da noch diese abgestreifte Haut, die wir tief unter der Erde gefunden haben. Und zu alledem hat unser Team ein riesiges rotes Monster gesichtet. Korrekt. Dieses gigantische Monster weist einige Einzigarten auf und ich habe versucht, es mit dokumentierten Kreaturen zu vergleichen, aber leider gab es keine Übereinkunft. Wir haben es hier womöglich mit einem komplett neuen, unbekannten Monster zu tun. Aber war das nicht ein Xenojiva da unten? So wie wir den Ort vorgefunden haben, muss er seine Haut bereits mehrfach abgestreift haben. Das kann ich nicht sicher sagen. Daher müssen wir ihn sofort untersuchen. Ganz richtig. Chef, ich habe eine Idee. Wir gehen mit einer kleinen Gruppe rein, zwecks Aufklärung. Wenn wir wissen, was das Ding ist, kommen wir mit einer größeren Gruppe zurück und starten die Untersuchung richtig. Wer weiß, wir könnten ja auch auf ein dreiköpfiges Monster treffen, das Lichtblitze verschießt. Deshalb müssen wir es beobachten, bevor wir es angreifen. Herausfinden, wie es tickt. Das Ding muss besonders sein, wenn du dich nicht direkt drauf stürzen willst. Aber ich verstehe, wir machen es auf deine Weise. Versprich mir einfach, dass ihr euch zurückzieht, wenn die Lage zu gefährlich wird, okay? Verstanden. Wir werden ihn nicht so lange verfolgen. Nun dann, ich werde mich vorbereiten. Partnerin! Du bist ja schon ganz aufgeregt, hein, Kleine? Keine Sorge, ich kenne das Gefühl. Niemand ist für diese Aufgabe besser geeignet als du, Jägerin. Gut, fassen wir also zusammen. Zuerst bereiten wir eine besondere Aufgabe nur für diesen Fall hier vor. Wenn wir dann die uneingeschränkte Untersuchung starten, werden sich alle verfügbaren Jäger in der Versammlungsstätte zusammenfinden. Das Ziel der Aufklärungsmission wird sein, das Verhalten des Monsters zu beobachten und dann sicher zurückzukehren. Unnötig zu erwähnen, dass fähige, vertrauenswürdige Jäger stets willkommen sind. Der uneingeschränkte Einsatz wird nach der Rückkehr in die Basis gestartet, nachdem wir uns mit den Ergebnissen der ersten Mission vertraut gemacht haben. Damit sollte alles gesagt sein. Passt da draußen auf euch auf. Ich werde mich unterdessen darauf konzentrieren, die wahre Natur der Kreatur zu ergründen. Das hätten wir also auch geklärt. Jäger, begebt euch zur Versammlungsstätte. Oh mein Gott, wir haben ein neues Belagerungsmonster, wie es scheint. Was? Das muss ich jetzt gleich nochmal genau anschauen, aber es scheint ja so. Das wäre ja so mega cool. Muss ich jetzt gleich mal gucken, aber ich meine, ja, als es schon gesagt hat, wir werden dann mit einer größeren Gruppe wieder reinkommen, habe ich mir schon gedacht so, geht es da vielleicht dann um irgendwas in der Versammlungsstätte? Ich schätze jetzt mal, dass es so eine Art Belagerung wird, oder? Mal gucken. Das klingt auf jeden Fall super interessant.
So, erkunde den mysteriösen neuen Ort. In der abgelegenen Schlucht wurde ein unbekanntes Monster entdeckt. Gehe die Aufgabe Fragezeichenaufklärung vom Schankenmädel in der Versammlungsstätte an, um die Untersuchung zu beginnen. Die Fragezeichenaufklärung ist eine besondere Aufgabe, die nur in der Versammlungsstätte bekannt gemacht werden kann und der man auch nur von dort aus beitreten kann. Interessant. Diese Quest kann mehrfach angegangen werden, auch nachdem sie bereits abgeschlossen wurde. Die Belohnung für diese Aufklärung ändert sich nach dem ersten Abschluss. Okay, Umkehrgrenzpunkt. Sprech mit den Schankenmädel. Okay, super interessant. Schauen wir mal. Ich habe auf dich gewartet. Wir haben besondere Anweisungen vom Anführer des Feldteams bekommen. Als Ergebnis ist eine spezielle Aufklärungsquest für dich. Wie kann ich dir behilflich sein? Nee, ich würde gerne die spezielle Aufklärungsquest machen. Das Tundra-Biom der Leitlande wurde entdeckt. Dieses Biom verfügt über Monster und Sammelpunkte, die es in keinem anderen Biom gibt. Sammel Materialien von Monstern und Sammelpunkten, die es im Tundra-Biom gibt, um deine Waffen mit eigenen Verbesserungen auszustatten. Wie andere Biome kannst du auch die Stufe des Bioms erhöhen, indem du die auftauchenden Monster untersuchst. Okay, das ist natürlich schön. Zur Aufklärungsquest aufbrechen. Er sieht richtig fies aus. Mache die Fragezeichenaufklärung bekannt oder tritt einer bei, um die Untersuchung des unbekannten Monsters zu beginnen. Das unbekannte Monster ist extrem mächtig, aber die Mitglieder der Kommission werden dir mit Rat zur Seite stehen, damit du mit dieser furchteinflößenden Bedrohung umgehen kannst. Außerdem erhöht sich deine Wahrscheinlichkeit auf Erfolg, wenn du andere Jäger rekrutierst, um dir bei der Aufklärungsarbeit zu helfen. Schließe diese Aufklärungsquest ab, um mehr über das unbekannte Monster herauszufinden. Diese Informationen werden bei künftigen Untersuchungen sehr hilfreich sein. Okay, geh eine einzigartige Quest an. Neue Aufklärung, Beginn der Aufklärungsquest beitreten. Tritt der Belagerung eines anderen Spielers bei. Ja, eine neue Belagerung. Es ist halt tatsächlich theoretisch wie die Kalfteroth, ne? Bloß natürlich ein bisschen anders, schätze ich mal, aber ich bin sehr gespannt. Die abgelegene Schlucht. Richtig cool. Du musst mehr über dieses rote Monster herausfinden. Und stürz dich nicht Hals über Kopf rein. Finde heraus, was du musst und komm dann zurück. Okay. Oh, meine Güte. Wie gesagt, einfach so mega cool. Damit habe ich halt wirklich nicht gerechnet. Ich dachte, es wäre halt ein, naja, normaler Drachenältester oder halt ein Bossmonster. Aber eine Belagerung, super, super cool. Okay, also ich gehe ja davon aus, dass es ein gehäuteter Xeno-Shiva ist, auch wenn es das Spiel so nicht direkt in den Mund genommen hat, tue ich das mal. Und deswegen schauen wir einfach mal, was hatte der Xeno-Shiva für eine Schwäche? Wobei, wenn er sich gehäutet hat, kann sich das natürlich komplett ändern, das ist klar, aber ich würde trotzdem versuchen, wo ist der Xeno-Shiva? Ach, da unten. Merkmal nützliche Informationen, wird alles noch erforscht. Interessant. Habe ich hier so noch nie drauf. Oh, er hat alles als Schwäche? Okay, aber dann hat der... Das neue Monster hat sicherlich nicht die gleichen Schwächen wie er. Kann ich mir nicht vorstellen. Weil das wäre... merkwürdig, aber ich nehme einfach mal eine Drachenwaffe. Komm, so ein wirklich großer Drachenhältester muss doch wenigstens eine etwas gute Drachenschwäche haben. Ich muss mal gucken, wo meine Drachenwaffen überhaupt sind. Wo sind die überhaupt? Ach da, okay. Nehmen wir Glefe mit? Ich muss ja sagen, ich bin eigentlich in World besser mit der Glefe als mit dem Langschwert. Das habe ich mittlerweile auch so rausgefunden. Da muss ich mir auch nichts vormachen. Es ist einfach so. Außerdem finde ich mein Drachenlangschwert eh gerade eben nicht. Habe ich überhaupt eins? Ich hätte schwören können, dass wir uns auch ein Drachenlangschwert gemacht haben. Hier ein Walhazak-Langschwert. Ich bin verwirrt. Okay. Keine Ahnung, wo das sich befindet. Wir nehmen auf jeden Fall mal die Glefe mit. Wie gesagt, das kann eigentlich bloß ganz gut sein. Ich bin eh super gespannt. Ich meine, wir müssen ja eh erstmal gucken, was sich da überhaupt unten befindet. Auch wenn ich natürlich vermute, was es von der Art her ist, habe ich jetzt natürlich keine Ahnung, wie er agiert. Und das ist jetzt halt, wie das Spiel auch schon sagt, wohl erstmal das Wichtigste, um herauszufinden, was wir da überhaupt gerade bekämpfen. Oh wow, das hypt mich jetzt gerade eben sehr, muss ich sagen. Damit habe ich halt überhaupt nicht gerechnet, dass wir jetzt eine Belagerung machen. Wie gesagt, damit habe ich nicht gerechnet. So, wir nehmen unseren Leitkorallenstern mit. Das ist, glaube ich, mal eine ganz schöne Sache.
Der kann uns hoffentlich ein bisschen beschützen. Dekoration, ich habe keine Ahnung, welche Art von Element er macht. Wir können hier aber auf jeden Fall mal... Oh, wir können hier Flug und... Das ist echt stark, dass es zwei Zweier-Slots hat. Genau, dann packen wir hier Flug drauf und packen hier dann... Wo ist es denn? Naja, da haben wir auch Flug drauf. Schutz, genau, hier. Perfekt, dann haben wir nämlich den göttlichen Schutz voll, haben wir Flug. Das sind zwei sehr gute Sachen, die wir dadurch dann bekommen. Und das sollte dann hoffentlich ein bisschen helfen. Wir müssen halt mitnehmen, was wir können. ansonsten, wir haben gebratene Steaks dabei, mega Panzerhaut, wir haben Bomben dabei, warum auch immer. Also, ich hoffe, mal gucken. Eventuell werden wir sie gebrauchen können. Ich glaube, ich nehme auch mal, weil die Quest scheinbar nicht für Singleplayer gedacht ist, nehme ich auch mal Mega-Dämonenmittel mit, damit wir ihm vielleicht nochmal ein bisschen mehr Schaden machen können. Schauen wir mal. Und dann sollte das soweit alles gegessen sein. Fangen können wir ihn ganz sicherlich nicht, deswegen brauchen wir das nicht mitnehmen. Dann essen wir doch mal was. Dann schauen wir mal, was wir dort so finden werden. Nehme ich das, Erheber 2, Walze, Lander, könnten wir machen. Angriff S, Elementarwiderstand hoch. Ich weiß halt nicht, was für ein Element er macht, das ist halt das nächste Problem. Da habe ich halt auch keine Ahnung. Arzt, Erheber, Feinschmecker, falls wir drauf gehen. Elementarwiderstand, Verteidigung. Verteidigung wäre auch ganz interessant. Komm, wir nehmen nochmal einen Gourmet-Gutschein. Und dann gehen wir auf die Verteidigung einfach. Heldentum. Ja, vielleicht nicht das, was ich wirklich haben will, aber gut, von mir aus. Wie gesagt, gehen wir noch mal ein bisschen auf die Verteidigung. Weil das Biest wird sicherlich unglaublich viel Schaden machen. So kann ich mir das zumindest vorstellen. Mal sehen. Ich meine, wenn das wirklich so... Ich bin jetzt mal gespannt, ob wir da überhaupt irgendwas ausrichten können. Aber wir gehen einfach mal hin. Wir gehen einfach mal hin und schauen, was wir da so machen können. Oh, wow. Ich bin gerade eben echt so geflasht davon. Da habe ich halt überhaupt nicht mit gerechnet, dass es jetzt sowas wird. Super cool. Zuerst mal habe ich nicht damit gerechnet, dass wirklich gleich beide Monster kommen. Weil vor allem ja in dem Entwickler-Update halt auch gar nichts mehr darüber gesagt wurde. Über das Monster. Und auf der anderen Seite... finde ich es halt so krass, dass es nicht bloß ein normaler Drachenälteste ist, sondern scheinbar wirklich sowas Besonderes wieder, weil finde ich super cool. Ich mochte damals die Call of Duty Roth sehr. Ich bin jetzt sehr gespannt, wie das hier laufen wird. Also ob es einfach bloß wirklich ein mega großer Kampf sein wird oder ob es wirklich über mehrere Gebiete geht, wie die Call of Duty Roth eben. Mal schauen. Aber wie auch immer es laufen wird, das ist auf jeden Fall cool, dass sie sowas Eigenes da reingebracht haben. Weil vor allem der Xenoshiva war ja ein unglaublich mächtiges Monster. Also jetzt vielleicht nicht vom Kampf her, aber von der Geschichte her. Und wenn das Ding mal ausgewachsen ist, dann muss es auch ein Brecher sein. Sagen wir es mal so. Das passt also natürlich bloß nur zu gut, dass das Ding jetzt komplett ausrastet. Gut, legen wir los. Und schauen mal, was uns erwarten wird. Ich hoffe mal, es gibt eine Singleplayer-Schwierigkeit. Ansonsten haben wir ein großes Problem. Mal sehen. Okay, werde ich versuchen. Ich bin doch für meine Waghalsigkeit bekannt. Aber es ist halt auch schön, weil er einfach, man sieht, also wie gesagt, das ist jetzt... Geht zur Flugstation. Okay, das gefällt mir überhaupt nicht, was da unten schon so passiert. Da bebt der Boden irgendwie schon. Aber es ist halt, er ist jetzt wirklich ein richtiger Drachenältester, muss man sagen. Das ist so auf fatales Ebene eben, sage ich mal. Das sieht man ihm jetzt schon an. Und wie gesagt, ich schätze einfach mal, dass er ein ausgewachsener Xenoshiva ist. Das wäre jetzt das Sinnvollste. Und wie gesagt, du siehst ihm an, dass er jetzt einfach eine gewisse Reife auch entwickelt hat und eben eine gewisse Macht als Drachenältester. Schon allein an dem ersten Blick von ihm.
Das ist super cool. Oh, man fliegt sogar selber hin. Also. Seid wachsam da draußen. Was zur Hölle ist das für ein Gestank? Okay. Keine Ahnung. Hi. Oh, wow. Seine Schuppen sehen ungewöhnlich stark aus. Vielleicht kann die Klammerklaue etwas anderes ausrichten. Okay. Okay, der Chor legt erstmal direkt los. Wow, okay. Oh, holy. Oh, holy. Kannst du mal vorsichtig sein mit diesem Laser, bitte? Danke. Oh, ja, krass. Ist jetzt empfindlicher und sollte leichter zu schädigen sein. Okay, das heißt, auch mit kleinen Waffen kann man die direkt schädigen. Aber ansonsten hat er keine Schwachstellen, oder wie? Das wäre ja mies. Aber, ne, erstmal legt der Chor direkt los. Damit der Klammerklaue hauptempfindlich machen. Okay, au. Au, wow, der Damage. Holy, und der... Okay, kein Doppellaser. Aber der Laser eben. Oh, wow, der ist so groß. Aber auch krass, dass er jetzt so rot ist, nicht wahr? Weil das hat man auch damals nicht gesehen. Dass er eben rot ist. Weil der sah halt schwarz aus im Trailer. Aber es lag sicherlich bloß an dem... An dem Hintergrund dann. Oh, die Laser. Ich würde mal sagen, er ist sicherlich ein Xenoshiva, wie man die Laser so sieht. Okay. Lass ein bisschen zurückschrecken. Ey, da ist er gelähmt. Egal wie groß und mächtig das Monster ist, Blob bringt es immer wieder zu Fall. Sehr schön. So, nutzen wir doch mal die 30% mehr Sprungkraft. Das kann ganz gut werden. Wir müssen ihm halt wenigstens mal ein bisschen Schaden machen. Das wäre schon mal wichtig. Oh, au, Laser voll in die Fresse, das ist natürlich weniger schön. Oh, ich will gar nicht wissen, wie das wird, wenn der Agro ist. Weil jetzt macht er die Laser halt schon super spontan. Okay, das ist der Schweifhieb, das ist dein Gesicht, aber okay. Können wir auch draufhauen, zack. Und sein Gesicht ist, was ist das? Was war denn das jetzt? Das war irgendwie so ein Mikrolaser. Okay, und wir können ihn reiten? Xenoshiva konnte man nicht reiten. Okay, direkt der Diebwirbel. Ich meine, nehme ich. Interessant. Okay. Ich meine, wir hauen dir in die Fresse. Passt mir. Aber Xenoshiva konnte man nicht reiten. Das finde ich sehr interessant, dass das jetzt geht. Gut, aber ist natürlich jetzt auch eine andere Kategorie, sage ich mal. Oh. Weiter so. Okay. Oh, guck mal. Er ist da eingeklammert in seine eigenen Haut. Ich weiß es nicht. Diese komischen schwarzen Streifen. Sind es einfach schon wirklich ganz alte Hautfetzen von ihm? Wäre zu witzig, wenn seine eigene Haut ihm jetzt gerade zum Problem wird. Okay, das war ja schon mal ganz guter Schaden. Die haben selber auch gesagt, dass er schon gut eingesteckt hat. Das gefällt mir. Oh, wie... Absorbiert etwa... Okay, was? Ach, seine Haut tut er dadurch wieder regenerieren. Super interessant. Ich komme nicht an seine Flügel. Kann man seine Flügel nicht treffen? Scheint's als... Was? Ja, teilt euch auf, ne? Okay. Oh, oh, der Laser. Der Laser ist so gefährlich. Okay, also an seinen Beinen kann ich scheinbar nicht wirklich viel ausrichten. Au, na toll. Vor allem ist es halt so ein Laser, den kann ich nicht mal mit meinem Dings blocken. Mit meinem Mantel. Das ist toll. Gott, du kannst halt nicht mal kurz schärfen. Was zur Hölle? Ja, Lebensretter, Mantel wirkt nicht mehr großartig. Oh Gott. Okay, du kannst nicht in Entfernung stehen. Er wird dich einfach erledigen mit seinen Lasern. Okay, da muss man sehr vorsichtig sein. Okay, du musst unter ihm stehen, ja. Unter ihm ist man erstaunlich sicher. Also deutlich sicherer als sonst wo. Kann man seine Flügel jetzt verletzen oder nicht? Das wäre mal super wichtig zu wissen. Ich komme halt nicht ran. Nee, das sind bloß seine Arme. Ich glaube, seine Flügel kann man nicht verletzen, was sehr problematisch wäre. Weil da würde ich natürlich ganz gerne ranwirbeln. Das wäre das. Okay, seine Vorder... Ja, vielleicht lag es daran, dass ich... vielleicht lag es daran, dass ich bloß noch blaue Schärfe hatte. Das kann natürlich gut sein. Wow! Wow! Okay! Da hat er aber mal den Boden gesprengt. Krasse Sache. Ja, das gefällt mir gerade eben nicht. Mit der Glefe kann ich da tatsächlich nicht so viel anrichten. Weil ich komme halt eben nicht an seine Flügel. Ja, nee, das sind bloß seine Vorderarme. Zumindest würde ich es gerade eben nicht sehen. Oh Gott. Das ist so übertrieben, was hier passiert. Das ist so übertrieben. Wir haben da drüben scheinbar eine Art Falle.
Das Ziel wird ganz schön weit nach hinten geworfen, wenn er zurückschreckt. Die Peripherie sieht dort instabil aus. Versuchen, ihn dorthin zu locken und anzugreifen. Ach so, ja, das war das, genau. Okay, ja, wir können ihn ja... da wir ihn anklammern können, können wir ihn sicherlich ja dann auch gegen die Wand schubsen, genau. Seht ihr eine Felsnadel? Zielt mit der Schleuder darauf, um sie zum Einsturz zu bringen. Ach so, okay. Ich verstehe. So rum. Nicht ihn gegen die Wand knallen lassen, sondern die Wand auf ihn knallen lassen. So rum. Das sollte passen, oder? Bam! Sehr schön. Muss seine Energie verbrauchen. Okay. Wir hauen jetzt auf jeden Fall erstmal auf seine Vorderärmchen. Zumindest auf seinen einen Vorderarm, weil der gerade eben angeschlagen ist. Das ist halt super wichtig, dass du immer die Sachen dann anschlägst. Weil ansonsten hast du ja gar keine Chance, ihn zu bekämpfen. Ich würde mal sagen, wir machen nicht so schlecht Schaden. Aber nee, Hinterbeine sind scheinbar nicht effektiv für uns. Hinterbeine sollten wir nicht, nicht angreifen. Eher Vorderbeine, Schweif und sowas. Gesicht, klar. Gesicht ist, glaube ich, auch nicht so schlimm. Und du haust ab. Schätze ich mal. Ja. Oh, wow. Okay. Er buddelt sich weiter nach unten. Ruf die Flugdrachen. Bewegt euch in Richtung der Öffnung. Will ich mich in Richtung der Öffnung bewegen? Okay, also es ist ein mehrphasiger Kampf, theoretisch. Hi, Flugdrache. Na, was geht? Hopp. Steigt er auf der Suche nach Energie weiter hinab? Wahrscheinlich, ne? Er will wahrscheinlich ins... Da unten gibt es vielleicht in der Tat noch mehr Energie für ihn. Oh, ich hoffe nicht. Oh, ich hoffe nicht. Ich will nicht wissen, was das Ding mit noch mehr Energie macht. Okay, wir haben ein paar... Okay, klingt interessant. Deckung klingt gar nicht schlecht. Wir haben ja auch ein paar Sprungpunkte. Gott, kannst du das mal lassen? Mit deinem ständigen... Ich wollte nicht so in deine Fresse schauen. Das war jetzt nicht etwas... Das wollte ich auch nicht tun, aber okay. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Ach, ich kann mich ja während dem Flug an ihn ranklammern. Oh, gelähmt. Jetzt müssen wir uns ganz kurz rot holen. Nein! Ganz schlechter Zeitpunkt. So, da bin ich auch schon wieder. Das ist gerade eben... Ach, der dümmste Zeitpunkt gewesen. Das kotzt mich jetzt gerade eben richtig an. Ich habe einfach irgendwie 20 Tränke auch gerade eben brauchen müssen. Ich bin bloß froh, dass ich nicht draufgegangen bin. Oh, ich hoffe, das passiert jetzt nicht nochmal, weil du kannst halt eben nicht von ihm wegkommen. Das ist halt das. Ich habe versucht, irgendwie ganz kurz mal wegzukommen, aber nee. Es ist halt, da er ständig gegen dich kämpft, hast du da keine Möglichkeit. Oh, meine Güte. Okay, ich versuche jetzt irgendwie mal wieder in den Kampf reinzukommen. Das war jetzt gerade eben super ätzend. Und ja, jetzt habe ich halt gar nichts und jetzt bin ich eh so gut. Ja, jetzt bin ich tot. Das ist, ja, blöd gewesen. Ach, Mann, natürlich muss das genau jetzt passieren, ne? So, komm schon, bitte töte mich nicht direkt, dankeschön. Oh, nein, okay, gut. Können wir jetzt vielleicht mal wieder kämpfen? Dankeschön, okay. Wir müssen uns erstmal an den Rang klammern. Ich würde jetzt... Komm schon. Ich würde jetzt ganz gerne versuchen... Oh, nö. Natürlich schießt du dann nach vorne, während ich neben dir stehe, klar. Kann ich jetzt bitte mal wieder irgendwas machen? Dankeschön. Was ich probieren wollte, ist jetzt eben... Ich komme aber gar nicht so weit nach oben. Nee, okay, wir rutschen dann seine Beine ab. Das bringt also gar nichts. Seine Flügel sind scheinbar nicht, nicht angreifbar. Toll, danke. Ich wollte ja bloß mal was probieren. Ist ja okay. Meine Güte. Jetzt rastet er aber gerade eben richtig aus, ne? Man kann ihn aber nicht schieben, also kann man... Okay, das war blöd. Also kann man ihn auch nicht gegen eine Wand stoßen, nicht wahr? Ich schätze zumindest mal. So, wir müssen ihn mal wieder ranklammern. Vorderbeine, Kopf. Kopf wäre auch interessant. Wenn man unter ihm steht, ist sein Kopf längst nicht so gefährlich. Man sollte halt bloß nicht weg von ihm stehen. Das ist immer sehr problematisch. So, wir müssen jetzt hier definitiv mal wieder ein bisschen was machen. Das war jetzt gerade eben richtig, richtig ätzend. Was? Mary wurde zum Ziel? Was? Okay, das wusste ich jetzt natürlich nicht. Oh nein. Oh nein. Toll. Was soll ich jetzt tun? Oh. Wow. Jetzt hat sich die Musik auch verändert. Na, großartig. Okay. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Okay, er sucht sich dann also ein Ziel aus. Können wir das mit einer Blitzbombe wieder beenden? Das ging beim...
Gott, die Musik! Dreht komplett durch. Aber das ging ja beim Behemoth. Ich frage mich, ob es hier auch geht. Ja, ich bin immer noch ein Ziel. Er ist jetzt bloß verwirrt und hat mich als Ziel genommen. Bringt also scheinbar gar nichts. Also er greift mich nicht mehr direkt an, aber ich schätze mal, dass es immer so ähnlich sein wird. Ja, wobei, ja doch, ich wollte gerade sagen. Hat er mich immer noch? Aber er hat mich immer noch, ja. Okay, ich muss mal dringend den Mantel wieder auch anziehen. Sorry, ich bin jetzt gerade immer auch ein bisschen raus wegen dem... Okay, die Aufmerksamkeit des Monsters. Hä, das hatte ich doch gerade eben schon. Was zur Hölle? Okay, oh, das war knapp. Ich war da auch ein bisschen draußen wegen dem Abbruch. Okay, hauen wir ihm schönerweise weiter auf die Arme. Das tut ja schon schön weh. Wir können auch nochmal versuchen, ihn zu reiten. Größtes Problem daran ist halt eben, dass wir bloß sehr, sehr selten eben den guten Schaden machen, während wir ihn anwirbeln. Das bringt da also gar nicht so viel. Oh, sein Rücken ist immer angreifbar. Seine Flügel zwar nicht, aber sein Rücken ist immer anfällig. Okay, so wie ich das zumindest gerade eben gesehen habe. Das war ärgerlich. Ja, ich habe die Aufmerksamkeit des Monsters. Ich habe es realisiert. Ich kann halt nur nichts dagegen tun. Wow, okay. Da kann jetzt so aufstampfen. Wo war das denn gerade eben? Doch, die Flügelspitzen sind scheinbar... Oh, nein. Oh, das war gefährlich. Die Flügelspitzen sind scheinbar Schwachpunkte. Der Rücken nicht, aber die Flügel. Muss mal aufhören können, es mich die ganze Zeit wegzuschubsen. Okay, gebrochene Teile. Ich weiß zwar nicht, was genau, aber irgendwas haben wir gebrochen und wir reiten ihn wieder. Okay, direkt Hiebwirbel, schön. Wollte halt gerade sagen, mit sehr wenig Ausdauer bloß, aber es hat gepasst. Reiten kann man ihn scheinbar sehr schnell. Ja, ich habe immer noch die Aufmerksamkeit des Monsters, okay. Ich habe auch das schlechte Gefühl, dass ich die nicht mehr loswerde. Okay, da nochmal schön drauf. Das tut auch gut weh bei ihm. Oh nein, 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 nicht weiter angreifen. Ja, genau deswegen. Nein, 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 nein. Okay. Oh Gott, vor allem, weil die Musik jetzt so dramatisch wird, habe ich jetzt selber irgendwie ein bisschen Panik. Okay, wir müssen mal wieder irgendwas kaputt machen. Wir müssen auch den Mantel wieder ändern. Nehmen wir den Trutzmantel. Das passt schon. Wetzen müssen wir auch, aber ich weiß nicht genau wie. Muss ich ganz ehrlich sagen. Weil, naja, er ist ja so aggressiv gerade eben, vor allem halt eben auf mich, dass wir das eigentlich vergessen können. Müssen wir mal schauen. So, schön ins Gesicht. Wir haben die Buffs wieder nicht mehr. Das war knapp, ja. Leider hat mich da die Explosion auch nochmal getroffen. Nein, komm schon. Keine Zeit, da irgendwelchen Blödsinn zu machen. So, und Orange. Das kann man wenigstens schnell abfarmen. Das ist schon mal gut. Das war auch nochmal schöner Schaden ins Gesicht. Wunderbar. Das ist bloß so ein Schnapper. Der ist nicht so gefährlich, sage ich mal. Am gefährlichsten ist tatsächlich, von ihm wegzustehen und von seinen Lasern getroffen zu werden, muss ich sagen. Also während er einen verfolgt, dann macht er scheinbar auch einige direkte Angriffe. Aber ich glaube, es ist wirklich gefährlicher, weiter wegzustehen bei ihm. Deswegen will ich das vielleicht auch nicht unbedingt tun. Und werde es hoffentlich auch nicht mehr müssen. Oh, ist das ein Pinangriff? Das ist ein Pinangriff. Okay. Au. Dann schnappt er einfach nochmal nach mir. Ist okay. So, gehen wir auch noch mit Schweif. Dann haben wir gleich zwei Angriffspunkte. Das ist ja auch nicht schlecht. Ja, okay, das ist der Schweifhieb. Der ist halt mega weit. Eigentlich an seinem Schweif zu stehen, ist keine gute Idee. Weil, wie gesagt, der Schweif reicht aber so unglaublich weit. Kann man nicht wirklich viel gute Sachen machen damit. Okay. Oh, okay, das wusste ich nicht. So, da. Ah ja, guck mal. Oh, wow. Deswegen sollen wir in Deckung gehen. Wie cool das aussieht. Was zur Hölle war das denn? Ah, okay. Das war dann also die erste Untersuchung wahrscheinlich. Fantastische Aufklärungsarbeit. Dankeschön, dankeschön. Wie... Mir aber kurz aber die Musik aufgehört hat. Oh, wow. Dieser Abschlussangriff ist ja viel zu cool. Das ist aber die Ekliptik in cool, muss man sagen. Richtig mega. Oh, und auch ein schönes Abschlussbild. Wow. Tut mir natürlich gerade eben leid, dass ich da gerade eben den
den Abbruch in der Aufnahme hatte. Ich habe definitiv auch festgestellt, es liegt an der PS4, dass es immer wieder abbricht. Also an sich liegt es nicht an der PS4, aber bei der Switch passiert das viel, viel seltener. Aber okay, wir haben ihn untersucht bekommen und das war ein sehr, sehr krasser Abschlussangriff. Richtig cool. Wow. Okay. In der Galerie wurde eine neue Zwischensequenz hinzugefügt. Aber ich schätze mal, das war's noch nicht, oder? Ich weiß es nicht. War's das? War's das nicht? Mal sehen. Also wahrscheinlich werden wir dann halt ihn auch in Zukunft noch weiter untersuchen können. Aber ich schätze mal, dass es dann noch weitergehen wird, oder? Dass der Kampf noch mehr zu bieten hat. Gehe ich jetzt zumindest mal davon aus. Aber mal sehen. Mal sehen, wie das so laufen wird. Aber das ist unglaublich krass gewesen. Gefällt mir sehr. Und ich meine, der Kampf ist irgendwie ausgelegt auf mehrere Leute, muss man schon sagen. Allein ginge jetzt auch, aber ich schätze mal, dass der härter wird, wenn man nochmal macht jetzt eben. Und dann kann man es wahrscheinlich relativ stark vergessen, den irgendwie alleine hinzubekommen. Mal sehen. Okay, wir sind wieder in Siliana. Wir haben Umkehrgrenzpunkt abgeschlossen, berichtet dem Vimanianischen Jäger. Das werden wir tun. Wir haben den, den erwachsenen Xenoshiva vertrieben. Unter größter Mühe, sage ich mal. Jetzt bin ich mal gespannt, was kommen wird. Du hast die Aufklärungsquest abgeschlossen. Gute Arbeit, wie immer. Okay. Schauen wir doch mal. Gut gemacht. Ich bin froh, dass du sicher zurück bist, Jägerin. Hervorragende Arbeit bei der Aufklärungsquest. Es ist Zeit für den Rat. Lass uns gehen. Okay. Wie bitte? Er absorbiert Energie aus der Umgebung? Das stimmt. Damit heilt er auf natürliche Weise alle seine Wunden. Sobald er eine bestimmte Menge Energie absorbiert hat, geht er weiter in die Tiefe. Wir konnten es nicht bestätigen, vermuten aber, dass er die komplette Energie eines Gebiets absorbiert. Diese Theorie stammt von der Analyseabteilung. Bei der Aufklärung tat ich mein Bestes, das Gebiet und die umgebende Ökologie zu beobachten. Dabei stellte ich fast unglaubliche Unterschiede, selbst zwischen benachbarten Biomen fest. Du sagtest, diese Kreatur absorbiere Energie, richtig? Es mag eine absurde Hypothese sein, aber vielleicht kann diese Kreatur die absorbierte Energie kontrollieren. Womöglich formt er die Natur dieser Ökologien um, um seine Bedürfnisse zu befriedigen. Wie ist es möglich, dass so etwas überhaupt existiert? Mir kommt nur ein Monster in den Sinn, das Energie anderer Kreaturen absorbiert, um sein Wachstum zu beschleunigen. Du meinst vermutlich einen Xenojiva. Ja, das siehst du ganz richtig. Er tut dies womöglich für sein eigenes Überleben, seinen Fortbestand. Dieses Ding ist nicht sehr sozial. Unmöglich, dass er diese Gebiete für jemand anderen als sich selbst umformt. Wenn sich so ein Monster verbreitet, ist die gesamte Welt verloren. Diesmal ist er vielleicht verschwunden, aber ich habe keinen Zweifel, dass er bald an den gleichen Ort zurückkehrt. Und wir werden auf ihn warten. Bereitet euch bis dahin vor. Nun gut, alle wissen, was zu tun ist. Wegtreten. Okay, bereite dich auf die Rückkehr des Xenoshiva vor. Du kannst jetzt eine zeitlich begrenzte Belagerung angehen, um die erwachsene Form des Xenoshiva zu untersuchen. Okay, also die erwachsene Form des Xenoshiva. Ist die Belagerung verfügbar, erscheint der Kommandant in Siliana und hat ein lila Ausrufezeichen über seinem Kopf. Sprich mit ihm, um die Belagerung beizutreten. Die Belagerung der erwachsenen Form des Xenoshiva ist nur für eine begrenzte Zeit verfügbar. Sie kann nicht außerhalb der Verfügbarkeit angegangen werden, selbst wenn der Kommandant anwesend sein sollte. Die Aufklärung kann so oft angegangen werden, wie du möchtest und dient als Übung für das echte Event. Die Belohnung für die Aufklärung ändert sich nach dem ersten Abschluss. Okay, dient als Übung für das echte Event. Aha. Ach so, okay, also das echte Event ist dann eben das, wenn der Kommandant kommt. Und die Aufklärung ist dann das erste. Ändert sich nach dem ersten Abschluss.
Okay, Drakolitbrocken. Höllenzinoge klauen. Sehr cool. Höllenzinoge taucht in den Leitlanden auf. Das ist sehr, sehr schön. Was ist denn ein Drakolitbrocken? Und warum will jetzt jeder mit mir reden? Sehr interessant. Was willst du denn von mir? Motivierter Vierer. Hast du wirklich ein Tundra-Biom in den Leitlanden gefunden? Das habe ich jedenfalls vom Anführer des Feldteams gehört. Großartige Arbeit. Das ist großartig. Ein komplett neues Gebiet. Jetzt muss ich mit gutem Beispiel vorangehen. Kann dir nicht den ganzen Ruhm lassen. Ich werde das Tundra-Biom durchkämmen, bis ich eine neue Spezies dieser haarigen Maulis finde. Oh, okay. Oh, es erinnert mich an was. Ich habe ein paar Heißgetränke zu viel hergestellt. Hier, nimm schon. Hey, jetzt ist nicht der Moment für Bescheidenheit. Nimm einfach. Danke. Hey, 11 Heißgetränke. Sehr freundlich von dir. Aber so ein Typ, der mir Heißgetränke gibt. Danke. Netter Kerl. Okay. Wir haben die Proben des Höllenzinoke untersucht, die wir von diesem seltsamen Fünfer-Duo erhalten haben. Es ist, wie wir es vermutet haben. Der Zinoke-Unterart stammt ursprünglich nicht aus dem Tundra-Biom der Leitlande. Wie scheint, ist sie von einem komplett anderen Ort hierher gekommen. Es ist vielleicht nur eine Theorie, aber ich glaube, dass das rote Monster, über das du berichtet hast, diese Unterart vielleicht hergelockt hat. Es gibt mit Sicherheit einige Kreaturen, die Veränderungen in ihrem Lebensraum nicht wahrnehmen, bis es zu spät ist. Das im Hinterkopf müssen wir weitermachen, auch wenn die Ergebnisse nicht zu unserem Vorteil sind. Das ist der einzige Weg zur Wahrheit. Aber vergiss nicht, wie sehr wir auch ums Überlegen kämpfen, wir sind doch nur ein Teil dieses ganzen Ökosystems. Okay, der Höllenzinoke, jetzt verstehe ich aber nicht ganz. Wir müssen jetzt warten auf den Kommandanten, schätze ich mal. Wir gehen nochmal in die Versammlungsstätte, dort können wir das ja nochmal annehmen, aber das ist nicht die richtige Quest. Wenn ich das verstanden habe. Aber ist die andere Quest dann eine Mehrspielersache oder eine Einzelsache? Oder ich bin verwirrt. Ich weiß es nicht genau, wie das ablaufen wird. Und muss ich jetzt darauf einfach warten? Oder wäre das Selbstmord, den jetzt alleine anzugehen? Also den erwachsenen Xenoshiva dann mit, also theoretisch dann bloß alleine? Ich weiß es gerade eben nicht, muss ich sagen. Keine Ahnung. So, wir können ja nochmal schauen. Ich meine, es hieß ja auch immer, dass sich die Belohnung nach dem ersten Mal ändert. Hey, du. Und das weiß ich jetzt auch nicht ganz, was es heißen soll. Neue Aufklärungsquest beginnen. Die abgelegene Schlucht, ja. Das rote Monster herausfinden. Ist ja immer noch eine Fragezeichen-Sache. Wie gesagt, ist das jetzt interessant, das nochmal zu machen? Oder sollen wir jetzt einfach warten, bis der Kommandant kommt? Bin mir jetzt nicht ganz sicher, was da jetzt die Zukunft bringen wird. Vor allem ein zeitlich begrenztes Event. Da muss es ja aber irgendwann starten, oder? Das ist ja jetzt noch nicht gestartet. Dieses zeitlich begrenzte Event. Aber ist das dann wie der Shara Ishwalda, dass er einfach dann ab und zu kommt? Oder ist es dann wirklich ein Event, was passieren wird? Weil wie gesagt, hier ist ja an sich nichts. Das verstehe ich jetzt gerade eben nicht ganz. Wie genau wir das angehen müssen. Ich meine, man könnte nochmal die Quest machen. Aber ich habe das Gefühl, vorerst müssen wir warten. So glaube ich das zumindest mal. Keine Ahnung. Ich weiß es gerade eben wirklich nicht. Aber auf jeden Fall sehr, sehr krasses Biest. Das muss man sagen. Okay, dann ja, heißt es jetzt wohl warten und gucken, bis der erwachsene Xenoshiva eben wieder zurückkehrt in diese Schlucht. Und da müssen wir dann nach Ausschau halten. Ich kann mich dann natürlich auch nochmal mit den Leuten beraten, sag ich mal, wie das Ganze dann funktioniert, ob irgendjemand das dann schon so gemacht hat. Also ob das dann eben jetzt einfach bloß questabhängig ist, wie viel Quests man macht, oder ob das dann wirklich freigeschalten werden muss von Capcom, sag ich mal, wie zum Beispiel eine Khal Droth-Belagerung. Das werden wir dann natürlich sehen, weil könnte natürlich auch die Khal Droth-Belagerung Theodos sein, wenn es eben wie ein zeitliches Event hieß. Schau mal, auf jeden Fall, wir haben die erste Begegnung mit ihm gemacht, mit dem gehäuteten oder dem erwachsenen Xenoshiva. Unglaublich cooles Biest.
Hier Höllenzinnoge natürlich auch mega, mega cool. Hat mir beides sehr, sehr gut gefallen. Krasses DLC. Unglaublich, dass wir jetzt tatsächlich die nächste Belagerung auch gleich bekommen haben. Hätte ich wirklich nicht damit gerechnet, dass die jetzt schon kommt. Wie gesagt, ich habe immer so vermutet, dass wir ein neues Belagerungsmonster bekommen werden, weil einfach bloß eine G-Rank oder eine Meisterrang Kalfdroth wäre irgendwie nicht so sinnvoll gewesen oder irgendwie nicht so passend. Und finde ich jetzt sehr cool, dass sie die Geschichte vom Xenoshiva eben nochmal ein bisschen weiter stricken und dort nochmal ein bisschen was reinpacken. Sehr, sehr cool. Bin ich, wie gesagt, super gespannt, wie das weitergehen wird. Ich werde mich dann auch nochmal informieren, wie das Ganze aussehen wird, ob man da jetzt weitere Sachen schon machen kann oder ob das wirklich erst die, die nächste Quest braucht. Aber da müsste ja auch bald dann irgendwie die Quest kommen, nicht wahr? Weil wäre jetzt komisch, wenn wir da jetzt irgendwie 4 Monate lang warten oder so. Ist jetzt halt viel zu übertrieben, aber, ne, weil ich will ja jetzt schon gerne die Belagerung machen. Das wäre jetzt schon interessant. Ich meine, wir haben auch noch keine Notizen über dieses Biest, nicht wahr? Es ist ja immer noch theoretisch ein Fragezeichen. Schauen wir mal ganz nach unten. Aber ich denke mal nicht. Doch, unbekannt. Oh, er sieht halt richtig cool aus. Richtig cooles Biest. Die ausgewachsene Form des Xenoshiva. Er absorbiert Energie, um sich zu heilen und das Ökosystem zu verändern. Okay, sein Odem kann vermieden werden, indem man hinter Hindernisse Schutz sucht. Ermüde ihn, indem du Teile brichst und die Umgebung nutzt. Arbeite am Ende zusammen, um ihn zu erledigen. Okay, klingt nach einem guten Tipp. Werden wir hoffentlich so angehen können. Wow, einfach wow. Aber wie gesagt, der sieht mega cool aus. Ich mag ihn sehr. Muss ich wirklich sagen, ich mag ihn wirklich sehr. Ist ein schönes Biest geworden. Schöner Belagerungsdrachenältester. Und ja, wie gesagt, ich bin super gespannt, was uns da noch so erwarten wird. Ich hoffe, ihr natürlich auch. Und ja, wie gesagt, ich muss jetzt halt erstmal herausfinden, wie zur Hölle das jetzt überhaupt weitergeht. Weil selbst wenn dann der Kommandant dasteht, weil es hieß ja, selbst wenn der Kommandant dasteht und das Event nicht verfügbar ist, bringt das auch nichts, nicht wahr? Das heißt, ja, wir müssen jetzt erstmal warten, bis die Event-Quest wirklich kommt. Und dazu stand ja bisher noch nichts. Es wurde ja komplett geheim gehalten, dass das Ding eine Belagerung sein wird. Und es war auch so, deswegen war das Feuer auch so grün. Das war nicht, ja, aber dann ist der vielleicht in noch größeren Tiefen? Weil dann war doch da einfach bloß ein Farbfilter drauf, um nicht zu zeigen, dass er rot ist, oder? In dem Teaser. Weil deswegen war das Feuer grün und nicht blau. Das war einfach, also entweder geht der Kampf noch sehr viel weiter in die Tiefen und es verändert sich vielleicht noch. Oder da war ein Farbfilter auf dem Video, damit man eben nicht sieht, dass es ein roter Drache mit blauem Feuer ist. Weil ansonsten wäre es natürlich gleich klar gewesen. Um wen, naja, nicht gleich klar, aber dann wäre es klarer gewesen, um wen es sich handelt. Aber so war es ja theoretisch ein schwarzer Drache mit grünem Feuer. Und das war sehr, sehr merkwürdig. Aber okay, krass, krass. Ich bin wirklich sehr, sehr erstaunt, muss ich sagen. Ich bin ein bisschen froh, dass wir ihn jetzt nicht wirklich alleine wirklich bekämpfen mussten, sondern dass die erste Quest so ein bisschen, naja, milder ging, sage ich mal. Oder die erste Begegnung. War trotzdem schon gefährlich genug. Aber wir haben es, denke ich, ganz gut hinbekommen. Und ja, das soll es dann für heute auch gewesen sein mit Monster Hunter World Iceborne. Wir haben das nächste DLC noch nicht abgeschlossen. Definitiv noch nicht. Aber zumindest mal alles, was wir im Moment machen können, abgeschlossen. Die nächste Collab-Quest wird dann ja auch schon nächste Woche kommen. Deswegen, es geht immer weiter. Und ich schätze einfach mal, wann war das? Am 20. kommt, glaube ich, das nächste Fest. Das 20. oder 27. Ich weiß es gerade nicht mehr. Zumindest so in dem Dreh. Da kommt das nächste Fest und ich könnte mir gut vorstellen, dass die Quest dann zum Fest verfügbar sein wird oder vielleicht ein bisschen früher. Muss man mal gucken, muss man vielleicht auch die Eventzeitpläne im Auge behalten. Das ist jetzt ein Mysterium, das wir irgendwie lösen müssen. Und ja, ich würde sagen, das soll es für heute gewesen sein. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder, wenn wir uns vielleicht gleich schon auf den Kampf gegen den erwachsenen Xenoshiva stürzen. Oder irgendwas anderes machen werden, je nachdem, was zuvor kommt. Das war auf jeden Fall eine sehr krasse Sache. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Also dann, ciao!